liegt mir ein Ersetzungsantrag der AfD vor. Der könnte jetzt uns eingebracht werden. Wer übernimmt das? Niemand. Doch, Frau Walter. So. Sehr geehrter Oberbürgermeister, verehrte Kollegen und Kolleginnen, Bürger und Bürgerinnen werden jetzt wohl schon im Bett sein. Unser Änderungsantrag hat im Wesentlichen drei Punkte. Erstens die zeitliche Befristung des Austauschs des Sozialtickets durch das Deutschlandticket. Weshalb, vergessen Sie mal die zum Überdruss fabrizierten Schlagzeilen, ab sofort könne jeder für 49 Euro durch ganz Deutschland fahren. Das klingt toll, kann aber schnell vorbei sein, vielleicht sogar schon im Herbst diesen Jahres. Denn so wie alles, was die Ampel seit ihrem Regierungsantritt an Gesetzen und Regelungen so auf den Markt schießt, ist auch diese Regelung weder inhaltlich gut noch langfristig sicher. Aktuell ist im Gesetz hinzugefügten Paragraphen 9 nur eins geregelt. Die Länder sollten das Ticket ab 1. Mai diesen Jahres zum Preis von 49 Euro einführen. Punkt. Was die Gültigkeit des Einführungspreises betrifft, so ist dies dort wie folgt geregelt. Der Tarif ist bis zum Erlass entsprechender Regelungen durch die Aufgabenträger, längstens jedoch bis zum 30. September 2023 vorläufig anzuwenden. Derzeit ist völlig unklar, was danach passiert, und angesichts angespannter Haushalte der Länder ist derzeit auch offen, ob die Ausgleichszahlung von 1,5 Milliarden pro Kalenderjahr für den Ausgleich der entstandenen finanziellen Nachteile ausreichend sind. Zumal der Bund sich ja damit auch nur zur Hälfte an der Finanzierung beteiligt. Angesichts dieser Risiken ist es aus unserer Sicht sinnvoll, die Regelung, das Sozialticket durch das Deutschlandticket zu ersetzen, zuerst einmal für ein Jahr zu befristen. Zweiter Punkt unseres Änderungsantrags, die Entlastung der DVB und die Übernahme des Eigenanteils für das Sozialticket durch das Sozialamt. Die Zeit des Melkens der städtischen Gesellschaften ist in Zeiten von Inflation, immensen Kostensteigerungen bei Energie, aber auch bei der Stagnation von Investitionen, nicht zuletzt aufgrund von Preisexplosionen im Bauwesen, vorbei. Es ist zwar schön, dass die Kollegen von Rot-Rot-Grün jetzt endlich mal die Chance haben zu lernen, wie Wertschöpfung in einem Unternehmen tatsächlich funktioniert, aber ehrlich gesagt möchte ich Ihnen die Lektion Insolvenz eines Unternehmens gern ersparen. Von daher, liebe haushaltstragende Fraktion, machen Sie den Haushalt für die Bürger doch bitte transparent und ordnen Sie die Ausgaben auch dem jeweilig bestellenden Geschäftsbereich zu. Letzter Punkt knüpft daran auch an. Ist das Säckel leer, dann muss man eben sparen und Ausgaben entweder ganz streichen oder zumindest priorisieren. Bei den Leistungen des Dresden-Passes sind wir im Bereich der Freiwilligkeit. Uns in der AfD ist diese zusätzliche Leistung für bedürftige Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wichtig. Erhalten wollen wir diese vor allem für diejenigen in unserer Stadtgesellschaft, die ihr Leben lang hart für unseren mittlerweile rasant schwindenden Wohlstand gearbeitet haben, vielleicht sogar durch diese Arbeit krank geworden sind, für Bürgerinnen und Bürger, die mit niedrigen Renten und geringen Einkommen klarkommen müssen, für junge Familien und den leider wachsenden Kreis der unter immensen finanziellen Druck stehenden Mittelschicht, die nach und nach in die Abhängigkeit durch Annahme notwendiger Kofinanzierungsmaßnahmen wie Wohngeld etc. gerät. Aber die noch zur Verfügung stehenden Mittel sind begrenzt, und wer zuerst kommt, malt zuerst, und wer malt zuerst, derjenige, der weiß, wie es geht, und nicht unbedingt derjenige, der es braucht, und gleich gar nicht zuerst derjenige, der die Leistung erarbeitet hat. Der Dresden-Pass, einst vor vielen Jahren übrigens das Kind einer konservativen CDU hier im Stadtrat, zielte insbesondere auf die Bedürftigen ab, welche Leistungen nach dem SGB beziehen. Und darauf sollten wir uns auch wieder konzentrieren. Und von daher schlagen wir die Streichung des Punktes F in § 2, Leistungsbezieher aus dem Asylbewerbungsleistungsgesetz, ab. Asylberechtigte und ukrainische Kriegsflüchtlinge erhalten im Übrigen ihre Leistung gemäß dem SGB. Vielen Dank. So, gibt es Wortmeldungen dazu? Das sehe ich nicht.
Dann würde ich zur Abstimmung schreiten. Wer für den Ersetzungsantrag der AfD ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 44 Nein, bei einer Enthaltung. Damit hat das keine Mehrheit gefunden. Jetzt kommen wir zu dem federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 41 18 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen wird damit angenommen. Erklärung zum Abstimmungsverhalten oder was haben wir, Frau Frohwiesen, Geschäftsführerin? Herr Oberbürgermeister, ich würde die kurze Pause nutzen, um die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 29 zu beanstanden. Wir haben es hier in der langen Zeit, die wir jetzt Zeit hatten, es zu prüfen, nicht aufklären können. Der federführende Ausschussbericht, den Sie zur Abstimmung gestellt haben, hatte 2 Punkte. Sie haben aber 3 Punkte abstimmen lassen. Insofern ist nicht klar, was wir eigentlich abgestimmt haben. Das möchte ich offiziell rügen. Gucke ich jetzt nach, muss ich nachgucken, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Rügen Sie es, wir schauen es uns an. Damit hätten wir den Punkt 23 geschafft.